Wussten Sie, dass es in der Bundesrepublik 61.658.000 Einwohner, 23.437.944 zugelassene Automobile und jährlich 6.429.312 Unfälle gibt? Statistisch gesehen kommen also auf jeden Autofahrer pro Jahr 0,321 Unfälle. Ich arbeite bei einer Versicherung, Buschmann. Willi Buschmann. Ich bin Kraftfahrzeugshaftpflichtschadensachbearbeiter. Verheiratet, keine Kinder. Ich lebe getrennt. Also genauer gesagt, meine Frau hat sich vor 5 Monaten von mir getrennt. Vor 4 Monaten und 17 Tagen. Warum? Du lieber Gott. Ich meine, wir sind doch erwachsene Menschen. Du verstehst nicht. Wir müssen doch nicht gleich das Kind mit dem Bart ausschütten. Beziehungen entwickeln sich eben manchmal auseinander. Irgendwann haben wir uns gesagt, er behält die Wohnung, ich nehme das Auto. Mal sehen, wie jeder für sich alleine zurechtkommt. Tja, also Entschuldigung, das hat ja mit unserem Thema überhaupt nichts zu tun. Also da es, wie gesagt, nach meinen Berechnungen wahrscheinlich ist, innerhalb von 3 Jahren einen Unfall zu haben und auf so und so viele Jahre umgerechnet die Möglichkeit, sich oder andere totzufahren, so und so groß ist, halte ich persönlich es für völlig verrückt, selbst Auto zu fahren. Trotzdem mache ich jetzt den Führerschein. Das heißt, ich versuche es, weil... Ein Kraftfahrzeughaftpflichtschadensachbearbeiter ohne Führerschein? Nein, das gibt's nicht. Das wäre ja ein Witz. Nein, undenkbar. Blinker. Das ist der Scheibenwischer. Finger weg vom Scheibenwischer. Das haben sie gar nicht gegeben. Also los, gehen sie an. Lass uns doch den Scheibenwischer einmal. Morgen wird der Scheißkran verkauft. Verspringe ich da. Jetzt Kupplung langsam kommen lassen und Gas geben. Ne? Jetzt. Jetzt. Jetzt nehmen wir! Ich meine, es ist ein guter Rat. Die Entscheidung liegt selbstverständlich ja, bei Ihnen. Also ich finde, ich habe nun wirklich genug in den Führerschein investiert. Nicht? Bitte, gewisse Verkehrsreife haben Sie, stell Ihnen vor. Prima, in Ordnung. Was regst du auf? Lass ihn durchrasseln. Das dämpft seine Selbstüberschätzung. Ach, dieses Jahr produzieren wir lauter Durchfall. Das gibt einen miserablen Schnitt. Aber hinterher haben wir ein leichtes Spiel. Nicht so klein wie Mina. Und folgsam. Dass der Fahrlehrer allein entscheidet, ob jemand zur Prüfung zugelassen wird oder nicht, da ist doch der Geschäftemacherei Tor und Tür geöffnet. Richtig, du hast völlig recht. Das ist ein Alterchen, was? Eine Wucht. Oh Mann, formschön, schnittig, potent. Absolute Spitze. 1A. Und äußerst günstig im Angebot. Schauen Sie. Unser Schlager. Ja, billig ist er nicht. Ich bitte Sie, für dieses Wunderwerk an Technik, ein Spottpreis. Ja, ich verstehe nicht, wieso brauchst du auf einmal ein neues Auto? Sie gefällt mir, ich bin einfach scharf drauf. Verrückt. Weißt du, wie viele Unfälle mit Sportwagen passieren? Wenn du dich damit überschlägst, oder? Da habe ich noch nicht einen Fall bearbeitet. Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was? Das ist der einzige Ort, wo du von unten auf die Welt runtergucken kannst. Sei ein Traum. Du willst doch nicht. Willst du etwa im Ernst dieses Ding kaufen? Würden Sie denn meinen Wagen in Zahlung nehmen? In Kommission, selbstverständlich. Aber vielleicht gehen wir mal vor zum Büro. Mhm. Autos versauen die Umwelt. Man gefährdet sich und andere damit. Sag mal, wann hast du eigentlich deine Fahrprüfung? Oh Gott, erinnere mich bloß daran, nicht übermorgen. Wieso? Ja, solltest du dir schnellstens auch mal einen Wagen anschaffen, damit du danach nicht aus der Übung kommst. Hier, schau dich doch mal um. Thank you.
Auto zu verkaufen. Nur für Individualisten. Es wird zu teuer. Was? Auto kannst weglassen, ist doch eh klar. Sonst wird es zu teuer. Schreib nur für Individualisten. Für jugendliche Individualisten. Jugendlich, sehr gut. Nur für jugendliche Individualisten. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Darunter Doppelpunkt. Spritziger Sportwagen, Umstände halber, günstig abzugeben. Sportbillig abzugeben. Sportbillig, sehr gut. Fabelhaft, echt fabelhaft. Deal ist nicht schlecht. Oder? Optimal, wenn ich das sagen darf. Ihre erste? Ja, ich habe erst beim Augentest für die Fahrprüfung erfahren, dass ich kurzsichtig bin. Ein Glück für Sie. Sie haben einen ausgesprochenen Kopf für Brillen. Absolut. Ja. Ich habe ihn gekauft. Danke. Was? Du hast dir tatsächlich den Sportwagen gekauft? Ja, ich weiß. Eine extravagante Spinnerei. Du bist verrückt, keine Frage. Du, ich muss ihn einfach haben. Lieber lege ich mich ein bisschen krumm. Du, außerdem haben die meinen alten Wagen besonders günstig in Zahlung genommen. Zumal hast du einen neuen Haarschnitt? Nee. Wieso? Ja, irgendwie kommst du mir verändert. Hallo. Hallo. Sag mal, kennst du den? Mhm. Vierte Etage, Lebensversicherung. Das weiß ich selber. Ich meine, kennst du die persönlich? Aus der Fahrschule. Mann, oh Mann, hast du einen Dusel, das ist ja nicht zu glauben. Ja, Herr Doktor. Zack. Außerdem, ich meine, so ein Auto macht ja auch was her. Wenn du heute bei der Bank einen Kredit brauchst, gucken die doch erstmal, was du draußen für einen Schlitten stehen hast. Das entscheidet über deine Kreditwürdigkeit. Na, wieso brauchst du denn einen Kredit? Nö. Ich meine ja nur, als Beispiel. Ach so, Mensch, ich habe auch was für dich. Hier, lies mal. Nur für jugendliche Individualisten. Klingt gut, nicht? Ich habe doch noch überhaupt keinen Führerschein. Wieso? Ist morgen nicht die Fahrprüfung? Hm. Schon aufgeregt, hä? Aber ist nicht die Bohne. Ich habe bloß 250 Puls. Wenn ich nur wüsste, was an dir verändert ist. Mir fällt das wirklich nicht leicht, Christine, glaub mir. Aber ich kann so nicht weiterleben. Ich werde noch verrückt. Schon gut, alles okay? Du hast auch von Anfang an gewusst, dass wir irgendwann mal mit der Geschichte aufhören müssen, oder? Natürlich, ganz klar. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Du bist unglücklich, Maria ist unglücklich. Verdammt nochmal, es ist doch nicht zu ertragen. Alles klar. Ich finde es richtig gut, dass du die Kraft findest, endlich Schluss zu machen. Ich habe sowieso gewusst, dass es zu Ende gehen muss. Nur jetzt, wo es soweit ist, da... Christine, bitte. Du wirst schnell darüber wegkommen. Du bist jung, schön, tüchtig. Ich könnte mit der ganzen Orion-Versicherung ins Bett gehen, wenn ich wollte. Stattdessen habe ich... Ja, was ist los? Sie soll mal schnell in ihre Abteilung hochkommen. Ist jemandem schlecht geworden? Ich komme. Entschuldige bitte. Geh nur. Geh nur. Hau ab, Mensch! Was ist passiert? Er ist plötzlich umgekippt. Haben Sie den Betriebsarzt verständigt? Ja, aber der ist krank. Oder den Sanitäter? Der macht einen Fortbildungskurs. Buschi, hören Sie mich? Buschi, möchten Sie sich hinlegen? Vielleicht braucht er einen Cognac. Um Gottes Willen, die Akten weg. Buschi, Sie gehen jetzt schön nach Hause, legen sich hin und ruhen sich aus. Haben Sie mich verstanden, Buschi? Na ja, vielen Dank. Schön tief durchatmen. Mensch, ist mir jetzt wirklich kotzübel. Vielleicht hast du was Falsches gegessen. Könntest du die Fahrschule anrufen und die Prüfung für mich absagen, Mama? Bist du verrückt? Das kostet Prüfungsgebühren. Ja, ich
fühle mich hundsmiserabel. Hast du Geld zu verschenken? Nee, nee, du stehst jetzt durch. Dabei muss man doch topfit sein. Unsinn, du ruhst dich aus und dann ran an den Feind. Würden Sie mal bitte anhalten. Oh, hallo. Fräulein Debus, wollen Sie, kann ich Sie mitnehmen? Nein, danke. Ich gehe gerne ein bisschen. Vielen Dank. Was ist denn passiert? Wieso? Alles in Ordnung. Mir geht's prima. Und Ihnen? Na ja, also, ich hab... Ich ruf Sie an, okay? Ja, richtig aus. Na, der Herr Buschmann ist krank. Dankeschön. Wenn Sie erst was im Morgen haben, werden Sie schauen, wie es Ihnen gleich besser geht. Aber ich kann nichts essen. Wirklich nicht. Unmöglich. Die Brühe wird eine gute. Ich kann nicht mehr. Es ist speiübel. Wenn ich die Suppe nur rieche, dreht sich mir schon der Magen um. Einen Löffel. Wer hat angerufen? Ihr Fahrschul. Einen schönen Gruß vom Herrn Merkel. Und die Fahrprüfung ist auf eine Woche verschoben. Liebe Güte, meinetwegen? Na, der Fahrprüfer ist verhindert. Keine Fahrprüfung. Oh mein Gott, ist mir übel. Also Fieber hat es jedenfalls keins. Tut gut. Bei Buschmann? Schmeckt vorzüglich, Frau Niederhuber. Ganz ausgezeichnet. Ja, Moment. Ein Fräulein Debus. Lassen Sie sich davon doch nicht so unterkriegen. Es tut mir leid, dass ich Sie überhaupt damit belästige, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Und mit irgendwem musste ich einfach reden. Trinken wir doch mal das Herle. Was macht denn Ihr Magen? Oh, wunderbar. Mir geht's prima. Spitze. Das ist ja mich. Ich begreife einfach nicht, dass... Was fange ich auch eine Affäre mit einem verheirateten Mann an? Geschieht mir ja völlig recht, wenn das mein Vater wüsste. Oh Gott, oh Gott. Lässt mich einfach über Bord gehen. Einfach so. Pft. Für den war ich bloß ein kleines Abenteuer. Ach, bestimmt nicht. Vermutlich hat er auch seine Probleme. Und sicher ist Bello. Ich meine Dr. Belling. Wie nennen Sie ihn? Sicher ist ihm der Entschluss nicht leicht gefallen. Ich meine, die Trennung von Ihnen bedeutet doch einen schweren Verlust für ihn. Glauben Sie? Aber hundertprozentig. In dem seiner Haut möchte ich heute Abend nicht stecken, mein lieber Scholli. Sie glauben, er ist genauso unglücklich und verzweifelt wie ich? Viel mehr. Er verliert doch auch mehr. Sie sind sehr nett. Ja, wussten Sie das nicht? Ich bin geradezu die Personifizierung von nett. Und Sie nennen ihn wirklich? Mhm, Bello. Bello ist wunderbar. Fantastisch. Wirklich. Absolut fantastisch. Der Tod kommt von links. Vorsicht, bremsen, bremsen, bremsen. Was machst du denn mit dem Scheibenwischer schon wieder? Lass es doch mal den... Den kaufe ich mir. Hören Sie mal, Sie Weihnachtsmann, ich habe doch eindeutig geblinkt, dass ich da parken will. Ich habe meine Absicht ganz deutlich gemacht. Thomas, Thomas,
Wer zuerst zuschlägt, hat die Beute. Das ist ein Moment mal. Wenn alle die Regeln befolgen würden, da würde der ganze Verkehr zusammenbrechen. Das gäbe ein einziges Chaos. Das ist halt einmal der gravierende Unterschied zwischen der Sollform, ne, und der Istform. Die Sollform, das ist also die Straßenverkehrsordnung. Und die Istform, das ist der Straßenverkehr, so wie er halt ist. Nicht wahr? Aber für Sie gilt natürlich die Sollform. Das sage ich Ihnen gleich bis zur Prüfung. Gell? Da bis aufs i-Tüpfel. Jetzt mal ausschalten Sie die Zündung ein. Herrschaft, lassen Sie doch den Scheibenwischer stehen. Mike, brauchst du ein Auto? Was für eins? Käfer, Cabrio. Was soll es denn kosten? Fünfer. Nee, sechs. Je länger das war's, desto teurer wird er. Ja, hab ich dir mitgebracht. Was ist denn das? Neuwagen-Geruchsspray. Sprühst du einfach ins Auto, nicht alles wie neu. Das kann man einfach so kaufen? Logo. Die Welt will beschissen sein. Die Adresse stimmt. Sind Sie auch wegen des Sportwagens hier? Das scheint wirklich eine echte Gelegenheit zu sein. Hier müsste es irgendwo sein. Was ist denn? Im Augenblick kann ich mir überhaupt kein Auto leisten. Was meinst du, wie teuer der Führerschein wird? Viel mehr, als ich kalkuliert habe. Anschauen kostet nichts. Hm? Komm. Hallo, Herr Buschmann. Oh, hallo, guten Tag. Herr Buschmann? Aus der Fahrschule. Aha. Mein Mann. Guten Tag, freut mich. Herr Freud, Seidel. Guten Tag. Guten Tag. Seid ihr auch wegen der Annonce hier? Seidel, prophylaktisch mal sehen, ganz unverbindlich. Na, sowieso. Ja, wir suchen sofort einen Zweitwagen, mit dem meine Frau rumkutschieren kann, wenn wir den Führerschein gemacht haben. Dafür ist ein Cabriolet natürlich ideal. Wieso Cabrio? Wieso? Steht das nicht in der Zeitung? Na, was habe ich gesagt? Cabrio. Alles gut. So. Das wäre der Flitzer. Gefällt er Ihnen? Der ist entzückend. Süß. Bisschen klein, was? Praktisch, praktisch, meine Frau. Bei den heutigen Verkehrsverhältnissen praktisch. Und sowas fährt man nicht, sowas zieht man an. Klemmt nur ein bisschen unter den Achseln. Was? Ja, wenn es Ihnen recht ist, machen wir gleich eine Probefahrt. Bei dem Wetter natürlich mit offenem Verdeck. Ja. Ja. Moment mal, Moment. Das ist zu eng hier. Omnibus ist keiner. Nur ich warte hier auf dich, ja? Das kann ja nicht ewig dauern. Also ich bin interessiert. Sie trennen sich wohl schweren Herzens von diesem Juwel. Übertreib nicht. Ich würde das Fahrzeug nie verkaufen, wenn ich nicht ins Ausland müsste. Beruflich. Zufall, mein Mechaniker. Hab mir doch erzählt. Scott, er kennt den Wagen. Ja, in meine Westentasche. Tati-Herrschaft. Steig doch ein. Echt dumm von Ihnen, das Auto hier zu verkaufen. Ja, was sein muss, muss sein.
Steigen Sie bitte hinten ein. Aber das, Moment mal. Hier ist das schon so eng wie in einer Ölsardinendose. Außerdem ist der Wagen total überlastet. Achtung, dabei kann eine Menge passieren. Also ich glaube, ich nehme den Wagen. Zu Ihnen wird der Wagen passen. Aber ich freue mich, wenn ich ihn nehmen kann. Damit hören Sie, damit habe ich täglich zu tun. Mit Unfällen, die durch solch sträflichen Leichtsinn. Ich möchte aussteigen. Da kommt ein Zug. Aber was heißt geht? Der versuchen Sie es doch. Sie vor Gericht, ich werde Sie verklagen. Ich werde Sie alle verklagen. Du weißt schon, dass du Deutschlands Dümmster bist, hä? Lass mich in Ruhe. Mensch, was da alles hätte passieren können. Mensch, Mensch. Also, wenn ich mit meiner Hand an der Nase bin? Schalte ich in den nächsten Gang. Ja. Wenn ich am Ohr bin? Blinker raus. Und wenn er mich da kratzt? Scheibenwischer? Nee. Wenn er sich in der Nase bohrt? Grazie. Muss ich kuppeln. Wenn er sich kratzt? Schalte ich in den nächsten Gang. Und was ist, wenn er den Finger hebt? Was war das doch gleich, wenn er den Finger hebt? In den Rückspiegel schauen. Vielen Dank für das traumhafte Essen. Es hat wunderbar geschmeckt. Und der Wein ist toll. Ich bin beschwipst. Und was ist, wenn er sich in der Nase bohrt? Was? Was ist, wenn er sich in der Nase bohrt? Kuppeln, das hatten wir doch schon. Und was ist, wenn er sich an den Kopf fasst? Hey. Was denn? Was machen Sie denn da? Was ich denn mache? Aber das geht doch nicht. Das wollte ich schon eine ganze Weile machen. Seit wann? Weiß ich auch nicht, seit einer ganzen Weile eben. Es gibt doch nur wieder Kuddelmuddel. Ich muss total verrückt sein, völlig geknackt. Ich kann doch nicht so von Beziehung zu Beziehung wandern. So Bäume wechseln dich. Was ist denn nun, wenn er sich an den Kopf fasst? Auf Radfahrer achten. Wenn er schnieft, Vorfahrt beachten. Wenn er sich ans Ohr fasst, Winker raus. Oder umgekehrt? Schluss jetzt. Schlaf ist wichtiger. Worum geht's denn? Fahrprüfung. Nur mach aber einen Punkt. Wenn er schnieft, Winker raus. Wenn er sich ans Ohr fasst, Vorfahrt beachten. Bei der nächsten Straße links abbiegen. Ach so. Links.
Ach so. Idiot! Mensch, ist mir schlecht. So, es wird Ihnen jetzt gut. Aber ich kann nichts essen, kein Bissen. Sie sollten einmal den Morgen untersuchen lassen, Herr Buschmann. Aber dringend! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Einen Löffel! Guten Tag. Kann ich bitte ein Wasser haben? Oder warten Sie lieber einen Cognac? Doppelten Weinbrand. Oder nein, haben Sie auch Kaffee? Freilich. Gut, dann geben Sie mir einen starken Kaffee. Mit Milch? Oder mit Zucker? Oder mit Milch und Zucker? Oder mit einem Schuss Cognac? Oder ohne alles? Sagen Sie es ruhig, wie Sie es wünschen. Der Gast ist König. Geben Sie mir ein Glas Wasser. Frisches Wasser. Also bitte, nehmen Sie mir das bloß nicht so zu Herzen. Es ist einmal leer. Es ist noch lang kein Unglück. Beim zweiten Anlauf klappt's bestimmt. Wissen Sie, der Prüfer ist beinhart. Das ist ein richtiger Stinker. Das nächste Mal haben wir mehr Glück. Hm? Wie geht's denn dir? Frag mich, miserabel, mein Magen. So eine blöde Hähne. Oh mein Gott. Was ist denn? Warum weinst du? Bist du durchgefallen? Das ist doch nicht so schlimm. Ich doch auch beim ersten Mal. Soll ich sagen, anspringende Begabung. Doch, 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 absolut. Ja, was soll man sagen? Irgendwie. Was? Ja, wie findest du denn die Fotos? Ja. Einfach fabelhaft, nicht wahr? Fabelhaft. Doch, ja. Ich finde wirklich. Es gibt kein kaltes Gefühl. Das gibt's doch. Diese Stadtansichten zum Beispiel. Die aufeinander getürmten Etagen dieser schrecklichen, typischen Wohnsilos. Genau das so wunderbar depressiv, so rasend negativ, so. Hier diese alten Leute. Küsschen. Ich habe versucht zu definieren, was Glück ist. Ja? Das hat Stil, Linie und Relevanz. Sag mal, was redet der das für ein Scheiß zusammen? Hamilton. Nicht diese Verludertheit der Bilder, wie wir sie vom Fernsehen gewohnt sind, diese blicktrübenden Zufälligkeiten, wenn ich mal so sagen darf. Entschuldigen Sie. Grüß dich. Gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Also, was du da auf die Beine gestellt hast, alle Achtung. Ist nett von dir, dass du gekommen bist. Na, hör mal. Ist doch Ehrensache. Schön, dass du da bist. Hallo, Willi. Hallo. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Was macht die Fahrschule? Bin durchgefallen. Nein. Also das roch nach Vorgabe, ne? Ein Drittel fällt immer durch. Das ist ja wie in der Schule bei der Notenabgabe. Genau. So, so viel müssen sitzen bleiben. Aber wer ist denn der Knilch da? Das ist ein wichtiger Kritiker. Ach, nee. Du, Willi. Weil du gerade sagtest, du bist durchgefallen bei der Prüfung. Ich habe gehört, aber ob stimmt, weiß ich auch nicht, dass man, wenn man beim Vorsitzenden vom Fahrlehrerverband, wenn man da fahren lernt, dann fällt man fast nie durch. Verband der Fahrschulen, Sekretariat. Naja, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur, könnten Sie mir bitte die Adresse Ihres Vorsitzenden geben? Der Bayerischen Sektion oder der Bundesrepublik? Ach, der Münchner, genügt. Das ist der Fahrlehrer Toni Greditz. Greditz, aha. Und die Adresse? In Feldafing draußen.
die Straße... Das ist etwas weit draußen. Haben Sie nicht auch in München einen Vorsitzenden? Nein, ich sag Ihnen doch, der Herr Gredis ist Vorsitzender der Bayerischen Untermünchner Sektion. Ach so, tja. Pech. Vielleicht? Ja? Wenn Ihnen der Verband Schriftführer genügt? Ja, prima, absolut. Das ist der Herr Wastel Althammer. Adresse... Aha. Darf ich vorschlagen, dass wir uns ja duzen? Ich bin der Bimberl. Und wie heißt du? Willi. Der Willi. Buschmann. Also, auf geht's. Was machst du mit den Scheibenwischer, Willi? Es regnet doch gar nicht. Verzeihung. Der Mann hat einen Blick. Er hat gleich gemerkt, dass ich... Oh, der Mann, ich kann sogar gut Auto fahren. Nein. Dass ich durchgerasselt bin, lag an der Magenverstimmung, klar. Sobald das möglich ist, will er mich wieder zur Prüfung melden. Prima. Netter Kerl, weißt du, nicht so muffig wie der Olle Merkel. Und bei den Beziehungen, die der natürlich zum TÜV hat als Verbandsschriftführer. Wollen wir gehen? Nein, warum? Das ist außen vorbei, finito. Über die Geschichte mit Bello bin ich hinweg, endgültig. Psst, nicht so laut. Na, Herr Doktor. Guten Abend. Abend. Habe ich dir schon erzählt, dass ich mein Auto anschaffen will? Ich meine, ich kann es mir zwar nicht leisten, aber träumen darf man doch davon. Guck mal. Dachtet ihr ein Kerl mit seinem Schlitten mehr als ein Hau, ne? Es gab Typen, die mit einem Sportwagen in meinem Bett wollten. Es gab aber auch schon welche zu Fuß. Gemütlich, was? Einfach spitze. Absolut, das ist das Höchste, diese doppelte Spannung. Welche doppelte Spannung? Wann greifen die Indianer an und was ist in der nächsten Praline? Ich glaube, ich mag dich. Du bist so... so... ungeheuer potent. Nein. Auch, ja. Ganz toll. Aber das meine ich nicht. Ich mag dich einfach. Willst du es jetzt ausprobieren, ob du es fertig bringst, mich vom Film abzulenken? Grüß euch. Guten Morgen. Typisch. Die Herren vom TÜV lassen wir wieder auf sich warten. Geht's gut, Willi? Doch, ja. Noch. Was ist die Allerweisung, hä? Jeder Depp kann Auto fahren und ich bin nicht depperter als die anderen Deppen. Richtig. Hoffentlich haben wir heute halt mehr Glück. Den letzten Prüfer, den habe ich abgelehnt. So ein Stinker. Nein. Wenn der kommt, dann geht's wieder nach Haus, das sag ich euch. Dann zahlst zwar die Gebühr, aber euer Selbstbild bleibt über Wasser. Ich denke, Sie haben... Du hast die allerbesten Beziehungen zum TÜV. Nein, Willi, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. TÜV ist bei mir ein brandheißes Tabuthema. Das hat ein Mann mit Abitur und Hochschulstudium, ein 12-semestriges, meinetwegen ein studierter Maschinenbauingenieur, bei einer Fahrprüfung zu suchen. Das versteht denn der vom richtigen Verkehrsverhalten nix. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, da war die Führerscheinprüfung eine rein technische Angelegenheit. Klar nicht. Kaum Verkehr und der Motor dauernd kaputt. Und so kam der Dampfkessel überwachungsfrei, oder wie das damals hieß, ins Geschäft. Und dabei ist es geblieben. Bloß richtig ist es nicht. Aber Sie kennen doch, du bist doch mit den Leuten vom TÜV. Als Schriftführer vom Fahrlehrerverband bist du mit denen doch bestens mit bin denen. Ich bin doch Schriftführer vom Fahrlehrerverband. Kommst du denn da drauf? So, Moment. Ich denke, um Gottes Willen, das ist mein Bruder. Nein, hat's nicht gelangt. Das ist ein Riesenass. Wenn's der packt, soll ich ein Kistensäck. Gut. Hey, komm, nicht weinen. Komm, so schlimm ist es ja nicht, ne? Ich kauf dir ein Pferd, ne? Komm. Mist. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Mir ist plötzlich so übel.
Oh Gott, ist mir schlecht. Wozu denn ein Neuwagen? Ich bitte Sie, das ist doch reine Geldverschwendung. Darf ich Ihren Mantel abnehmen? Nein, nein, danke. Sie haben noch keine Fahrroutine. Da gibt es schon mal ein paar Schrammen und Beulen. Was Sie brauchen, ist ein pfiffiger, stabiler Gebrauchtwagen, an dem ein Kratzer mehr oder weniger nicht auffällt. Da. Aha. Genau das Richtige für Sie und unglaublich günstig im Preis. Der ist niedlich. Sie sind nicht zu dumm zum Autofahren. Sie sind nur nicht in der Lage, sich im Anspannungszustand richtig zu konzentrieren. Die Stresshormone blockieren das Gehirn. Das ist wissenschaftlich-biologisch nachgewiesen. Sie sehen die Verkehrssituation wie ein Marsmensch. Sie bemerken zwar die rote Ampel, aber Sie können diese Information nicht verarbeiten. Erzähl mir doch nichts. Jeder Depp kann Auto fahren. Ich kann's nicht. Folglich bin ich depperter als die anderen Deppen. Mann, oh Mann, Sie haben mir doch gesagt, Sie nehmen meinen Wagen in Zahlung für... Nein, nein, nicht in Kommission, sondern in Zahlung. Ja, aber ich... Wie? Ja, ich warte. Schwierigkeiten? Ach, Mensch. Auf einmal wollen die den vereidbaren Preis für mein altes Auto nicht bezahlen. Sie sagen, Sie hätten ihn gar nicht in Zahlung genommen, sondern nur in Kommission. Könnten ihn jetzt nicht verkaufen. Aber brauche ich doch die Piepen dringend. Jetzt verlangen die auch noch Platzmiete. Ja, für jede Woche, wo der Wagen bei Ihnen da rumsteht. Diese Gangster. Ja? Hallo? Ja, ich höre. Viel Glück. Danke. Alles Gute. Danke. Na, alles in Ordnung, Buschi? Gefällt es Ihnen hier? Doch, ja. Tja, ich bin sicher, dass Sie das Vertrauen, das die Direktion in Sie setzt, nicht enttäuschen werden. Vielen Dank. Ach, da wäre noch eins, Herr Dr. Belling. Ich, ja? Ich wollte es Ihnen schon immer sagen, aber ich hoffte, dass ich Ihnen inzwischen nicht... Ich habe keinen Führerschein. So, ein leitender Kraftfahrzeughaftpflichtschadensachbearbeiter ohne Führerschein? Sehr pikant. Komisch werden. Sachen gibt's. Sie werden doch jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, nachdem Sie so viel in den Führerschein investiert haben. Herr Buschmann. Also noch einmal. Sie sind nicht zu dumm zum Autofahren. Sie sind nur nicht in der Lage, sich im Anspannungszustand richtig zu kontrollieren. Darum... Was sagen wir uns, wenn der Prüfer ins Auto steigt, Herr Buschmann? Ich sage mir, was da für ein Kerl einsteigt, ist mir scheißwurscht egal. Ich brauche den Typ ja nicht zu heiraten. Bravo. Ich bin ein Profi. Ich stelle mir vor, ich bin Taxifahrer und chauffiere zwei Kunden zum Ziel. Ich bin ein Profi. Ich bin ein Profi. Ich stelle mir vor, ich werde Taxifahrer und chauffiere zwei Kunden zum Ziel. Ich bin ein Profi. Kleine Fische, jeder Depp kann Auto fahren. Ich bin doch nicht depperter als die anderen Deppen. Hauptsache, dass du jetzt nicht aus der Übung kommst. Ja, was,
Was denn? Ich soll, um Gottes Willen, ich soll mit deinem Luxusschlitten... Ja, wir beide machen jetzt eine kleine Spritztour. Zur Feier des Tages. Tolles Gefühl, ne? Das ist ein Autochen. Da steckt Power dahinter. Das ist der einzige Ort, wo du von unten auf die Welt runtergucken kannst. Verlass dich drauf. Schalt runter im zweiten. Stadtverkehr mag er nicht. Normalerweise will er gepeitscht werden. Bin wohl. Sag mal, der hat sie wohl nicht alle. Warte, das ist so, hey, so ein Limmel. Hey, bleib stehen! Hey! Hey! Bleib stehen! Nur?